der Geldpolitik-Podcast mit Fabio Kanetsch. Präsentiert von swissinfo.ch. Ja, herzlich willkommen, liebes Publikum hier im ausverkauften Politforum Bern, liebe Geldcasterinnen und Geldcaster zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer des Politbüros. Sie sind am richtigen Ort. Sie haben den richtigen Podcast eingeschaltet. Wir machen einen Geldcast live, top aktuell zur Bankenregulierung. Der Bundesrat hat heute entschieden, wie er einen zweiten Fall Credit Suisse verhindern will, wie er das Bankengesetz anpassen möchte, und wir schauen genauer hin. Was will der Bundesrat genau tun? Was macht Sinn? Was macht vielleicht nicht so viel Sinn? Und wir sprechen über den 14 Millionen Lohn von Serge Ermotti, dem UBS-CEO. Wie fair sind solche Bankerlöhne? Über all diese Fragen diskutiere ich mit einer ganz hochkarätigen Runde. Mit mir auf dem Podium sitzen Alexandra Janssen, CEO bei Ecofin Portfolio Solutions, und meine Co-Moderatorin in der Börsenstraße 15, dann Lukas Hessig von Inside Paradeplatz und Fabian Renz vom Tagesanzeiger-Podcast Politbüro. Ja, Lukas Hessig, zum Start. Der Bundesrat will die Banken strenger regulieren, strengere Boni-Regeln soll es geben. Auch die FINMA, die Finanzmarktaufsicht, soll ein paar neue Instrumente bekommen. Wird das reichen, um eine zweite Credit Suisse zu verhindern? Das werden wir in 15 Jahren sehen. Das ist so ein Rhythmus, der sich gezeigt hat, alle 15 Jahre steht die Schweiz am Abgrund. Also wenn wir zurückrechnen, 2008 war es die UBS, und wenn wir dann nochmals 15 zurückgehen, war es 93 der Volksbank, oder wir hatten mal viele Grossbanken, 5 an der Zahl. Jetzt ist es noch eine, also dann gibt es dann niemand mehr, außer uns hier da auf der Bühne und Sie im Publikum, die das Portemonnaie zücken müssen. Also wir sind ja viele junge Leute hier auch im Raum. Wir haben das nicht so mitbekommen. Wir haben alle noch die naive Hoffnung, dass man das verhindern kann. Du glaubst nicht mehr daran? Ja, also wenn man es riskieren hätte wollen, hätte man es ja jetzt gemacht bei der CS. Oder? Die war ja noch nicht so groß wie die UBS jetzt. Und man hat es nicht gewagt. Also wieso soll man es dann das nächste Mal wagen? Alexander, was denkst du über die Vorschläge des Bundesrats? Verhindert das einen zweiten Fall Credit Suisse? Ich glaube nicht. Ich war ehrlich gesagt etwas enttäuscht, als ich den Bericht gelesen habe. Nicht, weil ich mir strengere Maßnahmen oder strengere Regulierungen erhofft hätte, sondern mehr Klarheit. Und der Bericht ist enorm lang. Es hat sehr viele Vorschläge darin, aber wenn man dann etwas in die Tiefe geht, wird es sehr unkonkret und in meiner Meinung nach auch oberflächlich. Es ist immer schwierig, so ein Thema gut abzuhandeln. Aber ich finde, es ist zu unkonkret. Und was mich besonders gestört hat, es geht immer darum zu sagen, wir müssen die Risiken minimieren. Wenn wir die Risiken minimieren wollen, müssen wir sagen, liebe UBS, geh bitte ins Ausland. Sollte man das tun? Nein, ich finde nicht. Aber Risiken minimieren per se ist keine gute Strategie. Dann müssen wir aufhören, irgendetwas zu tun. Und man muss eine Abwägung treffen. Und ich finde, das kam so als Grundhaltung im Bericht zu wenig raus, mit gewissen Effekten dann im Bericht. Also ich glaube nicht, dass das reichen wird, um den Fall zu verhindern. Notabene, ich glaube, Bankenkrisen kommen nie völlig verhindern. Man muss sich immer auch darauf vorbereiten, was tut man, wenn die Krise dann da ist. Das will der Bundesrat auch tun. Er will die Resolution stärken, damit man so eine Bank eben abwickeln kann beim nächsten Mal. Die UBS ist ja die letzte global tätige Grossbank in der Schweiz. Da kann man die nicht an eine andere Grossbank verkaufen. Fabian Renz, du bist quasi der Politikexperte bei uns in der Runde. Was würdest du denn sagen, dieser Bericht von Karin Keller-Sutter des Bundesrats jetzt zur Bankenregulierung? Ist das jetzt die Zeitenwende auch in der Bankenregulierung oder ist das eben nicht? Also eine Zeitenwende ist es ganz bestimmt nicht. Nein, es war wahrscheinlich plus, minus in etwa das, was man erwarten konnte von dieser Regierung, von dieser Finanzministerin. Man hat da historisch gesehen immer sehr, sehr viel Zurückhaltung an den Tag gelegt, wenn es um regulatorische Eingriffe in für den Finanzplatz geht. Wahrscheinlich gäbe es nur eine sichere Methode, einen zweiten Fall CS zu verhindern. Also, wenn man darunter versteht, dass eben eine systemrelevante Grossbank in den Abgrund schlittert, man muss verhindern, dass es systemrelevante Grossbanken gibt, aber da zahlt der Finanzplatz dann auch einen entsprechenden Preis dafür und das will zumindest Karin Keller-Sutter ganz sicher nicht und ich denke auch die Mehrheit der institutionellen Schweizer Politik will das nicht. Wieso nicht? Naja, man will nun mal ein Global Player sein, oder? Also man will die Schweiz nicht aus der Liga der global konkurrenzfähigen Finanzplätze hinausnehmen. Wir würden volkswirtschaftlich wahrscheinlich einen gewissen Preis dafür bezahlen. Das
ist letzten Endes ist das eine Güterabwägung, ob man das will oder nicht. Und es stehen ja solche Forderungen im Raum, oder? Also es gibt namentlich auf der linken Seite und auch bei der SVP Sympathien für die Idee, für das Konzept, dass es keine Too-Big-to-Fail-Banken mehr geben soll. Ich glaube nicht, dass das je mehrheitsfähig wird. Ich glaube, man muss sich schon bewusst sein für die Schweiz, gerade für die Schweiz als offene, kleine, offene Volkswirtschaft. Wir haben so viele Firmen, die im Export und Import tätig sind. Und eine internationale Grossbank, die Zahlungsverkehr, Kapitalverkehr etc. alles im Griff hat, das ist nicht nur für den Finanzplatz per se viel wert, sondern das ist auch für die Schweizer Wirtschaft viel wert. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite Risiken, aber wie du gesagt hast, diese Güterabwägung finde ich extrem wichtig. Und kannst du das ein bisschen konkreter machen? Wo profitiert denn genau ein Schweizer Unternehmen davon, dass es die UBS gibt, die global tätig ist? Immer wenn ich Dinge machen möchte im Ausland, wenn ich im Ausland Kapital holen möchte, wenn ich eine Transaktion ins Ausland machen möchte, es gibt Regionalbanken, die können nicht einfach in jedes Land eine Transaktion ausführen. Da braucht es Netzwerke, man muss aufgestellt sein, um das zu machen. Die UBS kann das und das ist für die Schweiz, für viele Unternehmen in der Schweiz von großer Bedeutung. Und ich glaube, da ist unser Podium vielleicht nicht optimal aufgestellt, aber es wäre auch mal spannend, von einem international tätigen Unternehmer zu hören, wie wichtig das für solche Unternehmen, die UBS zum Beispiel, ist. Nun gut, dann frage ich jetzt Lukas Hessig, nicht international tätig, aber zumindest national tätig und bekannt. Kann das nicht die Deutsche Bank machen für irgendein Schweizer KMU im Thurgau, die internationalen Dienstleistungen bereitstellen? Die Ausländer haben langsam viel, oder? Also Globus landet im Ausland und irgendwie zum Teil sogar die Stromwirtschaft und ich bin schon auch dafür, wir sollten in der Schweiz ein paar Dinge zurückbehalten. Aber es kann vielleicht nicht das Argument sein, dass nur die UBS diese Tätigkeiten machen kann im Ausland. Ich meine, wenn etwas zu groß ist, um es zu tragen, dann ist es einfach mal zu groß und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ja, ein Vorschlag wäre, die UBS aufzuspalten in zwei Teile. Das will der Bundesrat nicht. Das, ja gut, das gibt ja dann noch das Parlament, oder? Kann man ja darüber diskutieren. Vorschlag liegt da. Die UBS droht immer dann mit dem Abzug. Insgesamt scheint mir alles ein bisschen so zu sein. Die UBS schaut vor allem für sich. Sie spricht zwar davon, wir sind die Bank für die Schweizer, aber dann geben sie sich diese Löhne und dann drohen sie mit dem Abzug. Es ist immer ein bisschen das gleiche Spiel. Und wir fühlen uns da in Geiselhaft und schaffen es doch nicht, uns aus dieser eigenartigen Umklammerung zu befreien. Wir kommen noch auf die Löhne zu sprechen. Sergio Motti, 14,4 Millionen in nur 9 Monaten. Dazu aber später. Ich möchte noch ein bisschen bei diesem Bericht bleiben des Bundesrats. Da hat es ja eine Stellschraube, die er eigentlich nicht gedreht hat beim Eigenkapital. Zumindest in zentralen Punkten sollen die Banken nicht mehr Eigenkapital halten müssen. Die Leverage Ratio soll gleich bleiben für die Expertinnen und Experten hier im Saal und auch zu Hause. Die progressive Komponente auch. Das wäre ein Mittel gewesen, um zu verhindern, dass die UBS noch größer wird. Hättest du dir da mehr erwünscht vom Bundesrat Alexander Janssen? Ich glaube, es wäre nicht schlau gewesen, hier strengere Kapitalanforderungen zu machen. Am Schluss, die Schweiz, wir sind nicht auf einer Insel, nicht in einem Vakuum. Es gibt eine internationale Konkurrenz und aus meiner Sicht, wenn man die Güterabwägung macht, kommt man zum Schluss, die UBS in der Schweiz zu haben, ist viel wert für die Schweiz. Und wenn man zu diesem Schluss kommt, das ist eine grosse Frage, muss man sich überlegen, gut, dann müssen wir uns irgendwie in dieser im internationalen Kontext positionieren und dann können wir nicht viel höheres Eigenkapital oder viel höheres Kapital fordern, als das im Ausland der Fall war. Deshalb, ich glaube, das ist richtig, dass man das so macht. Es braucht aber trotzdem nachher Massnahmen, um das Risiko der doch grossen UBS in der relativ kleinen Schweiz angemessen managen zu können. Ja, liebes Publikum, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause, beim Spaziergang, wo auch immer Sie zuhören, Sie merken es, es ist eine ziemlich komplexe Sache, wenn es um Bankenregulierung geht. Ich möchte es ein bisschen sortieren, wenn wir jetzt noch weitersprechen hier auf diesem Podium. Ich möchte über Eigenkapital noch weitersprechen, im Detail ganz am Schluss, wenn wir die ökonomischen Argumente auseinandernehmen. Zuerst über Personen aber sprechen, über Sergio Motti und dann im Mittelteil über Politik, über politische Mehrheitsverhältnisse, was kann man durchs Parlament bringen, was nicht, aber eben zu diesem Sergio Motti, der CEO der UBS. Die UBS, die die Credit Suisse letzten März übernommen hat und dann hat auch Sergio Motti gleich das Steuer übernommen bei der UBS und sich da einen goldigen Lohn geben lassen. 14,4 Millionen in 9 Monaten sind 75.000 Franken pro Tag. Das ist das, was normale Menschen in einem ganzen Jahr
verdienen. Was war dein erster Gedanke, Lukas Hessig, als du da den Geschäftsbericht gelesen hast? Morgens früh wahrscheinlich und diese Zahl gesehen. Ja, klar. Ja, ja, du, meine, du liest das und dann bildest du dir deine Meinung. Und ich habe dann geschrieben, General Maximus, oder? Irgendwie so dieser römische Kaiser hier im Kolosseum, dem Kranz, und der kann dann sagen, was Sache ist. Und am meisten frappiert mich eigentlich beim Ganzen, dass gar noch nicht so viel gemacht hat. Oder? Also wir haben das ja gemacht, die große UBS. Also Karin Keller-Sutter hätte 14,4 Millionen verdient. Also diese 259 Milliarden oder wie viel auch immer, oder die stammen ja von uns, oder irgendwie, also kann man lange debattieren, aber ohne uns gäbe es, also ohne die Schweiz, oder dahinter steht die Substanz der Schweiz, gäbe es diese neue UBS nicht, oder? Und diese neue UBS ist attraktiv für die UBS, selbstverständlich, weil das sieht man ja. Und eben dieser Lohn für 9 Monate, oder? Also wir sind hier 50 Leute. Wenn Sie jetzt schon 10.000 im Monat verdienen würden, nicht so schlecht, oder? Dann können Sie das hochrechnen, das gibt 500.000 Monatslohn hier in diesem Raum. Vielleicht mit dir noch 550, aber ungefähr so viel, oder? Sergio Mutti hat 1,5 Millionen, oder? In diesen neun Monaten 1,5 Millionen verdient. Also müssten wir dreimal diesen Käfigturm zusammenlegen, um aufs Gleiche zu kommen. Kann jemand so viel arbeiten? Ist ein bisschen einfach jetzt dieser Vergleich, aber ich finde, man muss es sich schon vor Augen halten. Es ist enorm viel, wenn man es runterbricht, dann wird es einem bewusst. Und er ist in dieses gemachte Nest gesessen. Ich weiß nicht, was er diese 9 Monate geleistet hat, um so viel zu verdienen. Ja, was hat er geleistet, Fabian Renz? Hat er es verdient? Ja, also ich muss sagen, ich war schon auch erstaunt über die Höhe dieses Lohns. Und zwar, es gibt ja den schönen Begriff des exorbitanten Lohns, also exorbitant jenseits des Orbits, oder? Und Herr Motti ist vielleicht auf einem anderen Planeten, aber er ist nicht hinter dem Mond. Also er hätte ungefähr sich erahnen können oder hat es sicher auch erahnt, was ein solcher Lohn, welche öffentlichen Reaktionen das auch auslöst, dass er bereit ist, das in Kauf zu nehmen. Zeugt für mich schon von einem, ja, doch recht erstaunlichen Selbstbewusstsein, um jetzt mal den Begriff Arroganz zu vermeiden. Also, wenn ich hier eingreifen darf, ich habe eine andere Haltung. Ich finde, wenn man sich nochmals bewusst macht, letzten März, in welcher Situation wir waren, und man weiß heute, dass alle Akteure, egal welches Szenario geplant worden wäre, ob eine zwischenzeitliche Verstaatlichung oder eben die Übernahme der CS durch die UBS, es war immer klar, es gibt eine Person in der Schweiz, die diesen Job machen kann, und das war Sergio Ermutti. Und das war allen bewusst, es gab keine wirkliche Alternative, so viel ich weiß. Das fragen wir dann nachher noch bei Lukas Hessig, der kennt ja alle. Aber ja, mach bitte. Dann ist man in einer Situation, wo man jemanden hat, der eine wunderbare Karriere hat, der keinen Grund hat, sich diesem gewaltigen Risiko jetzt noch auszusetzen. Das Risiko, dass er hier reingeht für seine Karriere, für seinen Ruf, ist signifikant. Und jetzt müssen Sie den dazu bringen, diesen Job anzunehmen. Ich glaube, es ist erstaunlich, dass es nicht das Doppelte war, was er als Lohn kriegt. Oder? Also, hättest ich glaube, du denn das Doppelte gezahlt? Ich weiß es nicht, das ist ja immer eine Verhandlungsfrage. Aber ich sage nur, am Schluss, der Markt für solche Leute ist klein, oder? Und am Schluss spielt dieser Markt, und Sergio Motti hatte genug Outside Options, und am Schluss wollte man ihn dazu bringen, diesen Job anzunehmen. Und klar spielen, wie wirkt das in der Öffentlichkeit, diese Überlegung spielt eine Rolle, aber am Schluss ist das ein Arbeitsmarkt und er spielt, und es geht für die Schweiz, für die UBS um so viel Geld, dass wenn wir den Besten kriegen für diesen Job, ist das so viel wert. Ich glaube, dann ist es, ob es 15, 20 oder 25 Millionen sind, am Schluss spielt das halt nicht wirklich eine Rolle. Aber Lukas Hessig, war er denn der Einzige, der das kann? Nein, du bist nie der Einzige. Aber ich meine, das ist der große Motti, oder? Das kann man schon so sehen. Also, und die Schweiz hat schon auch applaudiert und Freude gehabt, als er sich da zur Verfügung gestellt hat. Aber man muss einfach sich vor Augen halten, dass die Schweiz hier mit im Boot ist, oder? Das ist jetzt ein Ding, dass wir zusammengehen. Und nicht zuletzt deshalb hat die UBS die Werbekampagne gemacht, oder? Wir sind hier in der Schweiz und wir sind ein guter quasi Bürger in Form eines Unternehmens. Und da gab es den Oswald Grübel, oder? Der kann ja auch etwas im Banking, und der hat eine ähnliche Situation angetreten bei der UBS, eben 15 Jahre früher, wenn Sie diesen Zyklus nehmen. 2009
hat er den Job übernommen des CEOs. Er hat es auch nicht nötig gehabt. Er hat seine Karriere fertig gemacht. Er wäre gerne auf die Velotour. Nein, er ist mehr der Schnitzelesser. Aber ein bisschen einfach auch die Freizeit schon genossen. Und da hat man auch gesagt, zum Glück, oder? Ossi rettet uns. Und er hat dann relativ schnell gesagt, 3 Millionen Lohn. Die Anteile, die ich verliere bei der CS, die möchte ich haben. Okay, aber ansonsten will ich keine Debatte über Bonus. Er war der schlechtest bezahlt in der Geschäftsleitung nachher. Und das ist ein Zeichen. Ich finde, das hat er gut gemacht. Er hat sich das überlegt. In welcher Situation tritt er jetzt dieses Amt an? Er war vom Alter her und von der Genese her, wie er den Job angetreten hat, auch ein CEO mit Ablaufdatum, genauso wie das Sergio Ermotti auch ist. Und er hat quasi Dienst am Land getan, oder? Und das wäre clever gewesen, wenn das Sergio Ermotti auch gemacht hätte. Ich finde ja spannend, das Ganze passiert ja nicht im luftleeren Raum. Und einer deiner Leser oder Leserinnen, ich weiß es gar nicht genau, hat kommentiert bei dir auf diesen Artikel, den du erwähnt hast. Der Bund ermöglicht Selbstbedienung von Sergio Ermotti, Ausrufezeichen. Der Staat also quasi mitschuldig daran, dass der jetzt so abkassieren kann. Was ist da dran? Also letzten Endes ist die US natürlich immer noch ein privates Unternehmen. Ihr korrigiert mich, aber so viel ich weiß, gibt es da keine öffentlichen Anteilseigner. Insofern finde ich diesen Vorwurf etwas überspitzt. Es wäre von mir aus gesehen auch eine überspitzte Erwartung, dass der Bund jetzt innerhalb kürzester Zeit nach diesem CS-Kollaps irgendwelche Regelungen ins Gesetz hätte gießen sollen, die solche Bonuszahlungen verunmöglichen. Ich denke, wenn man so etwas tun will, dann muss man es mit der nötigen Seriosität und der nötigen Anlaufzeit tun. Und das hat der Bundesrat gemacht. Er hat heute dieses Paket präsentiert, auch gesagt, wir machen etwas gegen hohe Boni. Wir machen, dass die zurückgefordert werden können. Wir machen, dass die gestaffelt ausgezahlt werden. Wir machen, dass die abhängig sind vom wirtschaftlichen Erfolg. Da habe ich das gelesen heute Morgen früh, als ich diesen Bericht bekommen habe, noch mit einer Sperrfrist. Und da habe ich mich gefragt, ja, aber was ist daran so neu? Das gibt es doch alles schon. Also ich weiß vor allem nicht, oder zum Beispiel diese Clawback-Clause, dass man diese Rückforderung. Die Rückforderung, dass man sagen kann, du hast Mist gebaut, du musst jetzt einen Teil deiner Boni wieder zurückbezahlen. Unter welchen Bedingungen kann man das machen? Das geht, wenn man jemandem am Schluss so etwas wie Misswirtschaft vorwerfen kann. Nur weil er nicht so gut gearbeitet hat, kann man niemandem die Boni wieder zurücknehmen, oder? Beispiel Sergio Ermotti. Nehmen wir an, er hat den Auftrag, diese Integration jetzt zu machen und in 3-4 Jahren merkt man, aufgrund irgendwelcher regulatorischen Probleme in China oder in Südamerika oder so, gelingt das nicht. Nimmt man ihm jetzt die Boni weg oder nicht? Wer entscheidet das? Und aus meiner Sicht, das ist in fast allen Fällen, wird das nichts bringen, weil es praktisch keine Fälle gibt, wo man am Schluss die rechtliche Grundlage hat, das zu machen. Deshalb, ich glaube, ganz viele dieser Dinge sind fürs Schaufenster und nicht wirklich effektvoll, aber es erhöht die Regulierungsdichte. Ich hoffe irgendwie, dass Karin Keller-Sutter zuhört und irgendwie auch nicht, nachdem du das gesagt hast, das ist alles fürs Schaufenster. Um diesen Blog vielleicht abzuschließen, Lukas Hessig, wird es denn besser im Banking oder werden diese Leute immer skrupelloser? Nein, also definitiv nicht. Nein, aber das haben wir ja überall. Also es gab den Thomas Minder und die Idee war ja, wir haben ja dem zugestimmt, oder? Die Abzockerinitiative, ja, nichts gebracht? Ja, ich weiß nicht. Also es gab dann interessante Entwicklungen. Man lässt sich jetzt das immer im Vorab geben, oder? Früher musste man noch warten, bis man das Jahr hinter sich hat. Dann kriegte man irgendwie den Bonus. Und jetzt lässt man sich das im Voraus von den Aktionären bewilligen, oder wie der Rahmen ist. Also der Julius Bär hat morgen die Generalversammlung. Und die brauchen einen neuen CEO. Und jetzt haben sie keinen mehr intern. Ja, sie kennen die Geschichte. Und jetzt müssen die da vor die Aktionäre gehen. Also das sind die Besitzer, oder? Also wie wenn sie vielleicht den Käfigturm als Genossenschaften vielleicht besitzen, gibt es Aktionäre, die besitzen da diese Julius Bär und dann muss man denen das vorlegen. Und jetzt ist der Vorschlag, Julius Bär, sie hätten gerne 14 Millionen für den neuen CEO, inklusive Abfindung beim alten Arbeitgeber. Weil wenn du ja als Banker wechselst, so in der Zeit, wo du noch gebunden bist, dann verlierst du deine Anteile. Das ist ein bisschen wie im Fußball, die Transfersumme. Genau. Und jetzt will man 14 Millionen, oder? Und das ist ein schönes Beispiel, wie das läuft. Also wir haben das überhaupt nicht hingekriegt. Alle sprechen von Meritokratie, oder? Also Leistung zählt und so. Und im Einzelfall beim
kleinen Mitarbeiter habe ich das Gefühl, das stimmt, ja. Aber irgendwie oben haben wir das nicht geschafft. Und es ist eben wesentlich. Ich meine, die Debatte langweilt ja ein bisschen auf Dauer. Und das ist wahrscheinlich genau das Ziel. Sie soll langweilen. Dann geht es so weiter. Ich finde es eine spannende und wichtige Debatte, gerade eben auch, weil es die UBS betrifft, eine Bank mit zumindest impliziter Staatsgarantie. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt auch ein bisschen wegkommen von den Boni, von den Managern. Ich möchte über die ökonomischen Aspekte dieser Bankenregulierung sprechen, über das, was der Bundesrat eben vorgestellt hat heute, und das zuerst machen aus einer politischen Perspektive, bevor wir dann in die Details eintauchen. Ich möchte über die Mehrheitsverhältnisse sprechen in der Schweizer Politik, über die Akteure. Und da haben wir den Experten mit Fabian Renz, dem Politbeobachter des Tagesanzeigers. Wie haben sich denn die politischen Positionierungen der Parteien verändert seit diesem Kollaps der Krise im letzten März? Also ich würde sagen, die wesentlichste Änderung, die hat eben stattgefunden über dieses Wochenende vom 18. 19. März 2023. Bis zu diesem Zeitpunkt war es unter den bürgerlichen Parteien eigentlich Konsens, dass wir eine Too-Big-to-Fail-Regelung haben, die man arbeiten lassen will, die man als genügend erachtet hat. Müsste ich vielleicht schon sagen, 19. März war der Tag, als übernommen hat. Das war das dramatische Wochenende, als diese Übernahme besiegelt wurde unter Federführung von Karin Keller-Sutter. Und da hat schon ein sehr wesentlicher Switch stattgefunden. Also seither ist eigentlich Konsens, dass der Status quo, der gesetzliche Status quo nicht genügt. Jetzt, du hast gefragt, was hat sich seit diesem Zeitpunkt geändert in den Positionierungen der Parteien? Ich finde, diese Frage kann man erst dann wirklich beantworten, wenn dann mal ein konkretes Gesetzesprojekt ins Parlament kommt, nicht wahr? Also dieser Bericht war jetzt ja erst der Anfang, oder? Jetzt nehmen die Dinge da auf der regulatorischen Ebene dann ihren Lauf. Es hat von mir aus gesehen schon einen bemerkenswerten Entscheid noch gegeben, jetzt in diesem Frühjahr. Da hat die SVP im Nationalrat beantragt und auch durchgesetzt, dass man zwei ihrer Vorstöße für eine schärfere Regulierung wieder von der Traktandenliste streicht. Also zumindest der eine dieser beiden Vorstöße war recht brisant. Es war eben die Forderung, dass der Bundesrat Schritte übernimmt, dass es keine systemrelevanten Grossbanken mehr gibt in der Schweiz. Dieser Vorstoß hätte eine Mehrheit gefunden. Mit den Linken zusammen. Mit den Linken zusammen. Und da hat die SVP jetzt selber dafür gesorgt, dass über diesen Vorstoß vorerst nicht abgestimmt wird. Das ist extrem spannend. Wie erklärst du dir das? Wieso haben Sie diesen Vorstoß zurückgezogen, als Sie gemerkt haben, das würde durchkommen, das würde Druck machen auf den Bundesrat, auf Karin Keller-Sutter, da wirklich etwas mit scharfen Zähnen eigentlich zu präsentieren? Da haben Sie gemerkt, das kommt durch und dann ziehen Sie es zurück. Wieso? Ja, es gibt die These, dass sie Angst vor ihrem eigenen Mut hatten. Es gibt diese Verbindungen zwischen der SVP und dem Bankerplatz, oder? Und auf der anderen Seite gibt's aber auch diese Überzeugung, dass der Staat nicht in die Lage kommen darf, ein privatwirtschaftliches Unternehmen retten zu müssen. Also das sind wie diese zwei Kräfte, diese antigonalen Kräfte in der SVP, die da gegeneinander wirken, und es wird einmal sehr spannend sein, wie sich diese Partei dann positionieren wird, wenn es dann hart auf hart kommt. Also hier haben wir über einen Vorstoß gesprochen, oder? Ein Vorstoß ist doch nicht so viel, das ist kein Gesetz, das ist ein Auftrag an den Bundesrat, aber es ist nicht ein Gesetz, oder? Aber wenn da mal ein konkretes Gesetz kommt, bin ich gespannt, wie sich die SVP positionieren wird. Wir haben, abgesehen von der SVP, haben wir zwei, sage ich mal, plus minus stabile Blöcke. Die Linken, die für jede Verschärfung sind, also denen geht es eigentlich nie weit genug. Und auf der anderen Seite die bürgerlichen Mittefraktionen, die plus minus eigentlich immer den Kurs des Bundesrates gestützt haben, diesen sehr vorsichtigen, mäßigen Kurs, und die SVP könnte da mal das Zünglein an der Waage sein, und da darf man dann gespannt sein, so von wegen Kehrtwende. Da gab es auch die berühmte Pressekonferenz damals 2008. Christoph Blocher und Christian Löfra waren das, glaube ich, die gemeinsam gesagt haben, wir brauchen ein Trennbankensystem. Dann gab es dann auch doch nicht, die SVP hat sich da zurückgezogen. Aber ganz spannend, was du sagst, wir haben tatsächlich noch keinen Gesetzesentwurf vor uns, sondern erst quasi der Bundesrat, der sagt, was dann irgendwann mal in einem Gesetzesentwurf stehen soll, der dann nächstes Jahr voraussichtlich ins
Parlament kommt. Aber vielleicht schnell zu dir, Alexandra Janssen. Du positionierst dich ja auch im bürgerlichen Block. Wir merken das ja, wenn wir miteinander sprechen, in der Börsenstraße 15, du eher aus einer liberalen Perspektive. Wie blickst du auf die SVP, wie sie sich positioniert in dieser ganzen Bankengeschichte? Ich habe Mühe, das im Detail zu beurteilen. Ich glaube, das kannst du besser einordnen. Was mir allgemein aufgefallen ist, oder es gab, du hast am Anfang gesagt, die Thematik ist komplex, kompliziert, und dennoch gab es von verschiedenen, von links bis rechts, immer aus meiner Sicht wieder Schnellschüsse, was man jetzt tun sollte. Trennbankensystem, keine Grossbanken mehr in der Schweiz und so weiter. Und ich glaube, all diese Dinge, wenn man sie dann mal wirklich durchdenkt, haben die so viele Implikationen, dass man schnell wieder zum Schluss kommt für die Schweiz im internationalen Kontext. Also ich habe nun mal so gestaltet, wie er sich gestaltet, hat das Implikationen, die wir vielleicht doch nicht wollen, und dann merkt man, dass man gar nicht so revolutionäre Vorschläge sinnvollerweise macht, sondern andere Dinge anpassen muss. Und ich glaube, auf diesen Weg sollte man sich begeben, aber ich glaube, der Bericht aus meiner Sicht ist da zu wenig klar, und ich bin auch sehr gespannt, wie jetzt diese vielen Ideen und Approaches in diesem Bericht dann irgendwann konkretisiert werden, weil am Schluss dieser Bericht ist noch so offen, je nachdem wie die Konkretisierungen ausfallen, kann das starke Verschärfungen oder praktisch keine Verschärfungen bedeuten. Aber immerhin ist der Bericht lang, 340 Seiten haben die zusammengeschrieben da in einem Jahr, das ist ziemlich viel, und wahrscheinlich haben sie da auch die Bankenvereinigung angehört. Das ist ja ein ganz wichtiger Player auch im politischen Diskurs. Da werden nicht nur die Parteien angehört, da werden nicht nur die Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft angehört, sondern eben auch die Bankenvereinigung. Was hältst du davon, Lukas Hässig? Ja, sicher. Ja. Ja. Die hat sich ja auch gleich gemeldet heute. Ja, die sind soweit zufrieden. Also, du musst ja ein bisschen Unzufriedenheit signalisieren, oder? Aber es ist ja nichts Schlimmes passiert. Also es gibt mehr Liquidität. Das ist natürlich die Lehre aus dem Fall Credit Suisse, oder? Also es geht schnell da mit diesen Bankruns, und es spielen sich ein bisschen anders ab, und jetzt muss man da diese Liquidität. Aber was ist denn dein Blick auf diese Bankenvereinigung? Wie viel Einfluss hat sie und wie problematisch ist das allenfalls auch? Oder ist es gut, dass die mitreden, weil die Expertise haben? Oh, ich glaube, bei den Bauern gibt es ja auch diesen Bauernverband, oder? Also es gibt ja überall, und Strom hat auch die Leute, oder? Das ist ja das Normalste, wie das so läuft bei uns. Die Bankenvereinigung war lange ein zahnloser Tiger in letzter Zeit. Das hing wahrscheinlich am Personal. Jetzt haben sie mit Marcel Rohner wieder einen kräftigen Mann an der Spitze oder als Präsident. Der musste dann eben gehen. Der Oswald Grübel hat ihn dann abgelöst. Aber da kommt man dann wieder in der Schweiz. Aber okay, oder wenn man nicht da gerade in die Kasse langt. Und das hat er ja nicht gemacht. Also einfach Bonus, aber nicht sonst. Ja, die machen das jetzt soweit. Die merkt man, oder? Die haben wieder Schwung so und bringen sich ein, und die sollen das auch tun. Das ist schon okay. Aber Jens, eine gute Sache, diese Lobbygruppen, in diesem Fall die Bankenvereinigung, die Einfluss nimmt auf die Bankenregulierung? Also ich denke, das ist absolut systemimmanent im Schweizer Politmechanismus, oder dass die Branchenverbände sich einbringen, wenn es um Regulierungen geht, die sie irgendwie betreffen. Ich finde das per se auch überhaupt nichts Stoßendes oder Anrüchiges, solange einfach die institutionelle Politik auch die nötige Distanz wahrt zu diesen Verbänden. Jetzt im Falle der Bankenbranchen, wenn ich das noch kurz anfügen darf, oder da hängt es natürlich immer ein bisschen ab, wer sitzt gerade im Finanzdepartement, oder? Also das Verhältnis zwischen der früheren Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf und der Branche war eher angespannt. Das ist jetzt sehr nett ausgedrückt. Es war sehr angespannt. Es war sehr, genau, und mit Ueli Maurer, ihrem Nachfolger, war es dann relativ gut. Also da gab es dann auch den Vorwurf an Ueli Maurer, vor allem von linker Seite, der betätige sich da als Wasserträger der Wünsche aus der Branche. Und wie ist es heute? Ist Karin Keller-Sutter auch die Wasserträger in der Branche? Also ich würde mal so sagen, dieser Bericht, den sie jetzt verabschiedet hat, der wird niemandem Grippesymptome bereiten der Platz. Schön gesagt. Ja, vielleicht zwei Dinge oder generell, was ich noch wichtig finde, Bankenvereinigung ist häufig, vertritt die Position der Grossbanken oder je nachdem auch der Grossbank. Und es gibt in der Schweiz auch viele wichtige andere Player auf dem Finanzplatz, Schweiz, oder? Und die sind anders vertreten. Und ich glaube, das Wichtige ist auch, wie stimmen diese Player sich ab? Wie sind die kleinen, die Regionalbanken vertreten? Werden die auch angehört? Werden die nicht überfahren von der Regulation? Oder dass man jetzt aus Panik quasi vor einem Fall UBS Regulationen erlässt und am Schluss merkt, oh Jesus, da kommen die Regionalbanken irgendwie unter die Karre. Und
solche Dinge finde ich wichtig, dass das nicht untergeht, obwohl dort vielleicht weniger Lobbyismus-Power dann an den Tag gelegt werden kann. Und man muss schon sehen, die UBS in der Art, wie sie kommuniziert, wie sie das vorbereitet, das sind unglaubliche Profis. Und das bedingt einfach auch, dass die Leute, die sich dann auf der Seite des Bundes damit beschäftigen, dem auch inhaltlich etwas entgegenzusetzen haben. Über die Seite des Bundes, die Verwaltung, die ist ja auch ein wichtiger Akteur in dieser ganzen Sache, die haben diese 340 Seiten geschrieben und die haben 2021 schon mal ganz viele Seiten geschrieben, ich weiß nicht wie viele, aber auch gegen die 100, 200, darum muss es gewesen sein. Der letzte Bericht über die Großbanken, und da drin ist gestanden, es besteht kein Bedarf für grundsätzliche Anpassungen in der Bankenregulierung. Lukas Hessig, können die Leute im Finanzministerium das überhaupt beurteilen? Ich glaube, die verstehen das auch nicht mehr. Es ist irgendwie zu groß geworden, oder? Also wir schräuben da im Zeugs herum, dann geht die CS unter, oder? Also irgendwie ist das dysfunktional. Und wir können so tun, als ob, weiterhin, das ist okay, das gehört wahrscheinlich ein bisschen zu unserem Leben. Aber wir müssen uns wahrscheinlich am besten weniger in die Tasche lügen. Also diese UBS ist riesig und wenn es dann wirklich mal zum Äußersten kommt, dann müssen wir hinstehen. Aber wer sollte denn diese Berichte schreiben? Die Verwaltung, die versteht das nicht, die FINMA ist vielleicht zu schwach, die Bankenvereinigung hat Interessenskonflikte. Wer kommt zu wenig zu Wort in dieser ganzen Sache? Nein, die sollen das schreiben, das ist schon gut. Also ich meine, vielleicht lesen wir es ja dann irgendwann. Also du machst einen Summary und dann... Also ich werde das bestimmt lesen, das wird ein wahnsinniges... Aber es ist so Papier, oder? Wir machen immer Papiere. Und dann, wenn es darauf ankommt, machen wir Notrecht. Ich glaube, über das müssen wir uns unterhalten. Wir sollten irgendwie ein bisschen älter werden, habe ich das Gefühl. Ein bisschen aus der Erfahrung ein bisschen lernen. Oder wir haben die UBS-NATO-Situation gehabt 2008. Da mussten wir hinstehen. Der Bund hat dann Kapital reingeschossen. Die Nationalbank hat da dieses Konstrukt gebaut. Ist gut gekommen. Wir klopfen uns immer auf die Schultern, weil es gut kommt, oder? Das ist super. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass wir jedes Mal irgendwie in einer Wochenendaktion das Zeugs retten, oder? Wir sind ja stolz auf unsere Maschinerie. Und da finde ich, werden Papiere produziert. Ja, eben, das gehört dazu. Weißt du, 10-mal besser. Aber mir scheint, es ist wie so ein Schein, der da erzeugt wird. Die Realität sahen wir am 19. März vor einem Jahr. Also, was mir im Bericht gefehlt hat, ich habe es vorher schon mal kurz gesagt, oder? Es steht irgendwo drin, der Bundesrat ist committed zur Finanzplatzstrategie. Warum, weiß man nicht. Das ist einfach die Annahme. Gegeben dieser Annahme wollen wir die Risiken minimieren. Und das ist die Zielvorgabe, die Sie in diesem Q&A formulieren. Und ich finde, die Ausgangslage für diesen Bericht würde ich völlig anders formulieren. Ich würde sagen, wir haben eine Schweiz, da gibt es eine Realwirtschaft und es gibt auch einen Finanzplatz. Das muss irgendwie zusammenpassen. Die Realwirtschaft, die Unternehmen, die Leute, die hier leben, die brauchen Banken. Und wir müssen uns überlegen, wie wir diesen Nutzen maximieren können und unsere Risiken im Griff haben. Und um das zu beurteilen, kann ich nicht nur die Banken anschauen, sondern ich muss auch mit den Unternehmen sprechen und fragen, was braucht ihr für Banken? Was könnte passieren, wenn es die UBS Schweiz nicht mehr gäbe? Also die Unternehmen sollten mehr zu Wort kommen. Ich finde ja, weil am Schluss muss man diese Abwägung machen können. Und wenn man nur mit Ökonomen, Bankern und Politikern spricht, kann man diese Abwägung nicht machen. Deshalb, ich finde, die unternehmerische Perspektive der Schweizer Realwirtschaft, die fehlt mir hier eigentlich. Nun gut, spannend, es reden viele Leute mit, die Parteien, die Verwaltung, die Verbände, die Unternehmen vielleicht ein bisschen zu wenig, aber vielleicht werden sie gehört, weil du jetzt hier bist und darüber sprichst. Am Schluss entscheiden werden aber nicht wir, die hier auf dem Podium sitzen, wahrscheinlich auch nicht sie im Publikum, außer es hat eine Nationalrätin oder einen Ständerat im Raum. Hat es? Ja gut, keine Hände, die nach oben gehen. Wir sind unter uns. Wir können ganz unabhängig von politischen Überlegungen hier weiterdenken. Und wenn wir jetzt schon so viel ökonomischen Sachverstand auch hier auf dem Podium haben, möchte ich das auch gerne tun. Alexandra Janssen, wir haben es schon gesagt, der Bundesrat, der will keine generelle Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen. Aber ganz spannend, er will, dass die FINMA die Eigenkapitalanforderungen an die Banken abhängig machen kann von Marktindikatoren und von der Art und Weise, wie ein Unternehmen geführt wird. Was hältst du davon? Es kommt darauf an, als guter Ökonom ist das die richtige Antwort, oder? Nein, ich finde, es kommt sehr darauf an, wie das nachher ausgestaltet wird, oder? Was ich ganz wichtig finde, ist, was wir gesehen haben im Fall
UBS 2008, im Fall der CS jetzt, wir wissen nicht, wo die Risiken lauern. Viele haben eben das Gefühl, ja, es ist das Investment Banking. Dann merkt man in anderen Fällen, nein, es kommt aus dem Wealth Management oder aus dem Asset Management. Wir wissen es nicht. Und aus meiner Sicht, was eine gute Strategie ist, um Risiken zu minimieren, ist die Diversifikation. Und wenn man Marktindikatoren anschaut und der Markt kommt zum Schluss, diese Firma ist gut aufgestellt, dann finde ich es gut, wenn die Firma zum Beispiel solche Marketingindikatoren brauchen kann. Bei der CS gab es über Monate, schon fast über Jahre, zeichnete sich die schlechte Situation der CS ab. Oder wenn man diese Marktindikatoren hinzunimmt, gibt das vielleicht auch der Firma Empowerment, aber vielleicht auch Druck, dann irgendwann frühzeitig auch einzugreifen. Weil wenn sie zu lange zusehen, irgendwann ist das Spiel gemacht und dann ist es enorm schwierig, das noch aufzubauen. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Würde sie das dann auch tun? Würde sie mehr Eigenkapital von der UBS fordern, wenn die Marktindikatoren das anzeigen, wenn die zeigen, ja, der Aktienkurs geht nach unten, die Versicherungsprämie für Ausfälle bei der UBS gehen nach oben? Was glaubst du, Fabian Renz, ist die Firma mächtig genug, stark genug, um das dann tatsächlich umzusetzen? Ich kenne die Firma zu wenig genau, um diese Frage beantworten zu können. Das könnt ihr besser sagen. Für mich ist eigentlich eine andere Frage interessanter, nämlich wird das Parlament bereit sein, der Firma diese verschärften Instrumente in die Hand zu geben? In der Vergangenheit lief es nämlich eher umgekehrt. Also da hat man sich gestört an einer zu starken Finanzmarktaufsicht, also Vorschläge, daran etwas zu ändern, diese Aufsicht zu stärken, ihr eben mehr Power zu geben, die wurden abgeblockt. Das wird für mich eine der interessanten Fragen, ob diese zusätzlichen Mittel für die Finanzmarktaufsicht, ob die eine politische Mehrheit finden. Es ist ja gewissermaßen auch das Härteste jetzt, was Karin Keller-Sutter und der Bundesrat da beschlossen haben. Aber das ist schon noch verrückt. Du sagst es, das ist das Härteste, was der Bundesrat da machen will, der FINMA neue Instrumente geben. Man ist nicht mal sicher, ob die durchs Parlament kommen, weil da so eine Anti-FINMA-Stimmung zumindest war zuletzt. Ja, ich möchte vielleicht noch etwas anfügen. Wir haben ja über etwas Wichtiges noch nicht gesprochen, nämlich über die Parlamentarische Untersuchungskommission, die an der Arbeit ist, die bis Ende Jahr ihren Bericht zu diesem Fall CS abschließen wird. Und ich gehe davon aus, dass dieser Bericht, diese Untersuchung einen recht maßgeblichen Einfluss darauf haben könnte, was letzten Endes dann beschlossen wird vom Parlament, ob man vielleicht über diese Vorschläge des Bundesrates hinausgeht oder im Gegenteil hinter sie zurück. Da müssen wir noch ein bisschen spekulieren und warten, ja, bitte. Doch, noch etwas zu viel mehr. Ich glaube, mehr Kompetenzen alleine, ich weiß nicht, ob das etwas hilft, oder? Am Schluss, wenn man sich anschaut, welche Leute bei der UBS sich momentan mit diesem extrem komplexen Projekt der Integration beschäftigen, die sind super smart, die kennen sich aus, unglaublich gut und arbeiten unglaublich hart. Und wenn sie als FINMA diese Leute regulieren wollen, dann brauchen sie ebenfalls extrem starke Leute, damit sie hier etwas entgegenzusetzen. Hat FINMA diese Leute nicht? Das kann ich zu wenig beurteilen, aber ich stelle es mir sehr schwierig vor, in der Schweiz diese Leute zu finden, die nachher zur FINMA gehen wollen, oder? Und diese Herausforderung, glaube ich, ist für die FINMA riesig. Und die müssten vielleicht auch einfach 14,4 Millionen zahlen, dann kämen die Leute schon. Also marktgerechte Löhne im Sinne des Finanzplatzes ist für die FINMA sicherlich ein wichtiger Punkt. Nein, das ist natürlich ein bisschen ein Witz, aber das ist tatsächlich ein Problem. Oder? Die FINMA kann nicht die ganz hohen Löhne zahlen, nicht ganz so hoch wie die Banken. Aber kommen wir vielleicht ein bisschen weg von diesem Vorschlag zur FINMA, dass die mehr Instrumente haben soll, dass die das Eigenkapital anhand von Marktindikatoren hochschrauben könnte. Das zumindest will der Bundesrat, zu einem zweiten Regulierungsvorhaben, das im Bericht drinsteht des Bundesrats. Der Bundesrat will die Nationalbank zwingen, umfangreichere Liquiditätshilfen zu machen in einem Notfall. Die Nationalbank soll mehr Sicherheiten akzeptieren von den Banken, wenn die Banken zu ihr rennen, um neues Geld zu holen, wenn es eben knapp wird. Hilft das, Lukas Hessig? Ja, ja. Also Liquidität ist immer gut. Die fehlt ja der CS. Ne? Liquidität war dann am Auslaufen, Kapital war irgendwie nicht mehr fassbar, obwohl alle Instanzen gesagt haben, die CS hätte genug davon. Oder? Also wir sind schon weltmeisterlich im Regulieren, im Sagen, die Quoten stimmen beim Eigenkapital, die CS hat unglaublich viel Barreserven,
das sagt man noch 4 Tage vor dem Konkurs und dann nachher fehlt alles. Oder? Jetzt schreiben wir Papiere, also das erste Papier war die Expertenkommission am 1. September letzten Jahres, dann ist die Firma gekommen, die hat keine Gelegenheit ausgelassen, um sich zu rechtfertigen. Zwischendurch kam die Nationalbank, die irgendwas gesagt hat, merkte, sie gerät ein bisschen in die Defensive. Jede Behörde, die dann in die Rücklage gerät und den schwarzen Peter bei sich hatte, produzierte schnell ein Papier und zu sagen, wir haben hier auch etwas vorzulegen. Dann ist heute also Kellersutter gekommen und nächsten Herbst oder wann kommt dann die PUC. Also wir haben dann 5 große Papiere, können wir alle lesen und wir werden überall lesen, dass es jetzt besser wird. Wir schreiben und machen und tun und im Einzelfall ist das ja gut. Oder? Also mehr Liquidität sofort. Oder? Länder of Last Resort, Nationalbank muss bereit sein, ohne Notrecht zu helfen. Das ist gut. Aber die nächste Krise wird ja dann genau nicht da laufen. Oder? Bei der UBS waren es die Subprime-Papiere aus Amerika, da musste man das aus der Bilanz rausschneiden. Das war jetzt nicht das Problem bei der CS. Bei der CS war es ein Bankrun, hat sich übrigens abgezeichnet ab Herbst 22. Ich weiß nicht genau, was die Behörden gemacht haben ab Herbst 22. Es gibt ja Medienberichte, die sagen, die Nationalbank wollte damals schon 50 Milliarden geben oder sogar schon 100 Milliarden geben. Das ist dann irgendwie abgeblockt worden. Ueli Maurer hat eine Bundesratssitzung verschoben. Fabian Renz, weißt du mehr dazu? Ja, es gibt eine relativ ausführliche Historie, wie das da abgelaufen ist mit ja so Notsitzungen, kann man sagen, die man schon damals diskutiert hat im Bundesrat. Das drang nie nach außen. Also an mindestens einer Sitzung hat der Ueli Maurer alle Unterlagen wieder einsammeln lassen, die er vorgängig verteilt hat. Man wollte um jeden Preis verhindern, dass diese Gerüchte über eine CS in Not nach außen dringen und da gewisse gefährliche Tendenzen dann eben verstärken. Es gibt dann ja auch diesen berühmt-berüchtigten Satz von Ueli Maurer, den er im Dezember dann im Fernsehen gesagt hat, man müsse die CS jetzt mal für 2-3 Jahre in Ruhe lassen. Also es sind Dinge gelaufen, aber ich gebe dir völlig recht, also man war faktisch sehr, sehr überfordert. Oder? Also man hat immer wieder erwogen, verworfen, abgetastet, zurückgewichen, bis es dann eben zu diesem, wie du es formuliert hast, Nahtoderlebnis gekommen ist im März 23. Aber dann nochmals zurück zu dieser Liquidität. Die Liquidität, die die Banken holen können bei der Nationalbank, die holen die ja erst im Notfall schon. Würde dann das verhindern, dass wir überhaupt jetzt beim Notfall landen, Alexandra Janssen? Ich glaube, es ist schon ein Lender of Last Resort, oder? Das ist schon nicht für den Normalfall. Es gibt ja die 3 Schritte, oder? Die Bank hat selber Liquidität, die sie haben muss. Und im Normalfall sollte das gut reichen. Auch wenn mal eine kleinere Krise kommt, sollte das auch reichen. Wenn das nicht reicht, kann sie gegen Collateral zur SMB gehen und von der SMB Emergency Liquidity Assistance kriegen. Collateral sind die Sicherheiten, ja? Sicherheiten, genau. Das heißt, sie muss Assets bringen und kriegt ja für die Liquidität. Und neu soll ja dann im dritten Fall der Public Liquidity Backstop noch da sein, wo der Bund der SMB Garantien gibt statt der Bank und die SMB dann die Liquidität den Banken gibt. Und aus meiner Sicht, inhaltlich gesehen, macht es Sinn, darüber nachzudenken, ob man die Sicherheiten, die die Banken bei der SMB einliefern dürfen, um Liquidität zu kriegen, dass man die etwas breiter fasst. Ich finde das im Prinzip eine gute Diskussion. Aber, und ich fand hier deine Frage an der heutigen Pressekonferenz sehr, sehr gut und wichtig, ist das die Aufgabe des Parlaments und des Bundesrates, das zu machen? Eigentlich ist es die Aufgabe der SMB, das zu machen und die SMB ist unabhängig, das zu tun, oder? Offenbar wollte sie aber nicht und jetzt wird politischer Druck auf die Nationalbank ausgeübt. Oder wie interpretiert ihr das? Die SMB will schon auch mehr Geld geben, oder? Die will schon Liquidität geben. Ich glaube, sie will einfach nicht mehr wieder Notrecht. Also, und sie will vor allem nicht komische Sicherheiten da reinnehmen gegen diese Liquidität. Und Karin Keller-Sutter hätte das aber gerne. Ich meine, schon eine heikle Sache, da mit der Unabhängigkeit der Nationalbank. Wenn jetzt Karin Keller-Sutter kommt und sagt, wir verdonnern die Nationalbank dazu, auch gegen schlechte Sicherheiten Liquidität rauszugeben im Notfall. Den Ansatz, dass sie das besprechen wollen, verstehe ich deshalb, wenn die SMB sagt, ja, wir geben nur so viel Liquidität für eine ganz knapp bemessene Art von Sicherheiten, dann wird das Gewicht des Public Liquidity Backstop und damit des Steuerzahlers immer grösser. Und deshalb ist es im Interesse der Politik zu sagen, können wir das nicht ausdehnen, oder? Aber es ist nun mal so, die SMB ist unabhängig und die SMB, das ist im Rahmen der Aufgaben der SMB aus meiner Sicht. Und ich finde das ein heikler Vorschlag, aber vielleicht mit politischer Taktiererei, ich weiß nicht, vielleicht ist das sinnvoll. Ich bin keine Politikerin.
Nun gut, ich glaube, sicher ist an dieser ganzen Sache, wir stehen vor einer ziemlich großen Aufgabe. Karin Keller-Sutter steht vor einer großen Aufgabe, das Parlament steht vor einer großen Aufgabe. Und wer hier im Saal Kinder hat, der steht vielleicht auch zumindest vor einer großen Frage. Lukas Hessig, du hast 5 Kinder, der Älteste ist 15, der bekommt jetzt dann bald seinen ersten Lohn. Was empfiehlst du ihm? Gibt es ein Konto bei der UBS? Ja, ja, alle bei der UBS. Genau. Also, ja, ich meine, das hat ja, jeder hat sein erstes Bankkonto irgendwo. Ich habe mal programmiert. Also, ich habe eine Lehre gemacht bei der Nationalbank. Ich kenne also alles, alles, was wir hier diskutieren. Dann wurde ich Programmierer bei der UBS. Und da habe ich dann ein Bankkonto gehabt. Und ich bin super zufrieden mit dieser Bank. Ich brauche eigentlich nur das Kärtchen. Und das geht gut. Und dann, ja, wenn die Kinder ihren Lohn von den Eltern kriegen, die kriegen ja was im Wohnort ein bisschen, dann sind wir da hingegangen. War schön. Da im Private Banking sieht man ein bisschen schöner Parkettboden wie hier und guter Kundenberater. 5 Kinder, alle lustig, da Schokoladen gekriegt, so mit Schweizer Kreuz. Da ist der Lukas Hessig offenbar schnell überzeugt. Mit ein wenig Schokolade gibt es schon ein Bankkonto. Nein, ich erwarte nicht viel von den Banken. Herr Fabian Rinz, man könnte vielleicht sagen, die UBS, eine bombensichere Sache, oder? Diese Staatsgarantie dahinter, da passiert überhaupt nichts. Würdest du das auch empfehlen? Also ich würde jetzt aus meiner Funktion heraus sowieso keinen Werbespot für eine bestimmte Bank abgeben. Darum enthalte ich mich hier der Stimme und ziehe den Joker. Das ist in Ordnung. Alexander Janssen, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja ein liberales Herz, das muss ja fast ein bisschen bluten, wenn ich solche Sachen sage wie geht alle zur UBS, die ist sicher wegen der Staatsgarantie. Wie fest schmerzt das? Ja, also eben, wenn man das Bankensystem auf der grünen Wiese zeichnen könnte, würde ich es vielleicht anders zeichnen, als wir das heute haben, oder? Aber am Schluss ist die Realität das, was sie ist, und dann gehören solche Überlegungen dazu, und das merken wir auch bei unseren Kunden, dass sie sich das machen, und das spielt zu Recht am Schluss halt mit und ist jetzt Teil der Realität. Ja gut, es ist ein wichtiges Thema, es geht um sehr viel, aber ich würde sagen, wir hören jetzt auf dieser lockeren, auf dieser leichten Note auf. Das war extrem spannend. Danke fürs Mitdiskutieren. Ich schlage vor, wir machen einen großen Applaus für meine Gäste, Alexander Janssen, Lukas Hessig und Fabian Rinz. Ja, und bevor wir jetzt in die Fragerunde einsteigen, verabschieden wir unsere Hörerinnen und Hörer zu Hause. Wenn Sie möchten, können Sie den Geldcast gerne abonnieren. Tun Sie das unbedingt. Sie finden den Geldcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Und am genau gleichen Ort finden Sie die Börsenstraße 15, mein gemeinsamer Podcast mit Alexandra Janssen und das Politbüro, der Podcast von Fabian Rinz. Der Geldcast wird präsentiert von swissinfo.ch. Das ist das mehrsprachige und internationale Medienhaus der Schweiz. Danke Ihnen fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das ist der Geldcast mit Fabio Canic. Geldcast, der Geldpolitik-Podcast mit Fabio Canic. Präsentiert von swissinfo.ch.